Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Attack 5. Dieses Mal mit Zenots, was geht ab? Hallo, ich bin hier. Was geht ab? Ja, wir beide mögen es mega gerne, wenn man zusammen Craft Attack spielt, weil das ist ja eigentlich der Grundgedanke von Craft Attack. Und wir haben zufälligerweise ein gemeinsames fettes Projekt, die Zimbase. Ah, ich dachte hier. Ja, tschüss. Okay, ciao, alla, viel Spaß. Nein! Ja, die Zimbase, die kennen ja mit Sicherheit alle. Wenn nicht, auf jeden Fall die Videos direkt nachholen. Aber wir haben jetzt schon in deiner Folge, ich zeig mal hier den Gang, haben wir hier ordentlich was gemacht, wenn ihr wissen wollt, was sich für ein Geheimnis da unten befindet. Man sieht schon eine Leiter. Auf jeden Fall mal Zinos Folge abchecken, aber darum geht's heute nicht. Darum ging es in der heutigen Folge von Zinos. Bei mir geht's heute um was anderes. Denn bevor wir die Zimbase weiterbauen, zum Beispiel hinter dem Baum ist noch ein Gang, zum Beispiel hier hinten kommt ja noch ein Gang hin, ne, da. Ja, genau. Wir haben ja noch mega viele Möglichkeiten, hier auch noch was Kleines hinzubauen, zum Beispiel. Ja, wobei da jetzt nicht sehr, weil, ne. Ja, okay. Aber guck mal, der Berg ist halt so mega tief noch. Also wir sind halt echt, wir haben noch nicht viel ausgebaut davon, aber das werden wir natürlich noch angehen, ja. Genau, also auch hier können wir halt noch runter. Und hier, wenn wir hier unten sind, können wir auch nochmal nach rechts und links runter. Also wir haben genug Platz, so. Das ist auf jeden Fall... Dingens. Jedenfalls wollten wir, bevor wir jetzt weiter nach unten ausbauen, bevor wir großartig ausbauen, habe ich mir gedacht, bauen wir doch erstmal das fertig, was wir bis jetzt hatten. Und zwar hier die Landebahn, beziehungsweise auch die Startbahn, die ist noch nicht fertig. Die Idee war, dass diese Birkenholzdinger hochfahren, und zwar einen Block, und man dann hier entspannt herausfliegen kann. Ja, genau. Und das ist das Erste, was ich jetzt machen will. Deswegen reiße ich erstmal diese ganzen... Alles klar, ich fliege erstmal runter. Reiße ich erstmal diese ganzen Birkenholzdinger ab, machen hier unten ein bisschen Platz und... Oh, hier ist schon Ende mit Platz. Okay, das ist ein bisschen doof, aber damit komme ich klar. Ich brauche jetzt einfach nur ein paar Pistons, die müssen wir hier hinstellen. Ein paar Pistons? Ein paar Pistons, die müssen auch sticky sein und da würde ich sagen... Sogar sticky Pistons? Sticky Pistazien. Aber ich würde sagen, die hole ich mir jetzt erstmal raus. Du hast auch noch Slimebälle mitgebracht, richtig? Genau, ja. Und Eisen. Richtig. Und Eisen. Hast du Redstone? Eventuell, ja, Redstone habe ich. So, Zinus, ich habe mal alle Pistons am Stissel. Ich habe jetzt mal alle direkt am Stissel Reno quasi. Nice. Und die müssen wir jetzt quasi hier unten hin platzieren. Ah! Was tust du? Hä? Ich bin runtergefallen. Es wäre wieder ein doofer Tod gewesen. Ja, hier. Ja, warte, kommen die überhaupt hier hin? Ich glaube, noch eins höher, ne? Du hast recht, noch eins höher. Ich bin, ich bin Redstone-Profi. Ich weiß nicht, ob man das weiß, aber... Inus, aka The Redstone Man. Und ihr werdet schon in meinem Inventar sehen, ich habe 7 Sticky Pistons gemacht. Die anderen beiden brauchen wir gleich später noch in der Folge. Die packe ich erstmal weg. Und dann packen wir hier wieder das Holz hin. So. Und damit sind wir fertig. Das macht jetzt zwar gar nichts, aber mehr wollte ich nicht machen. Das war's mir dafür. Nein, Quatsch. So, wir nehmen erstmal hier noch ein Bouton und platzieren hier hin. Aber wir werden sehen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Button hinmachen, tut sich jetzt noch nicht so mega viel, Inus. Ja. Das ist jetzt erstmal doof. Weil da soll sich ja was tun, genau. Und da müssen wir eigentlich nur noch den Redstone-Output von den Buttons auf die Pistons bringen. Und auch das machen wir mal schnell, würde ich sagen. So. Und Abflug. Yeah. Wir haben ein System, das funktioniert. Titus, was sagst du dazu? Ich sag dazu, der Fiddly brennt, aber ganz extrem. Der Fiddly brennt. Ja, wenn man jetzt hier drauf drückt, fährt das alles hoch und fährt danach wieder runter. Ich zeig nicht die Redstone-Schaltung, weil ich bin echt, ich schäme mich ein bisschen. Ich zeig die doch. Es ist einfach ein bisschen rumgeredstone, es ist ein bisschen rumgewurstelt. Man hätte es 10-mal schöner machen können und ich habe es sehr hässlich gemacht und hier unten liegt ein Redstone, das gar keine Bedeutung hat. Deswegen sammle ich ihn wieder ein. Aber es funktioniert, deswegen gehe ich da nicht mehr dran. Ist alles cool. Okay? Alles cool, Jackie. Alles cool, Jackie. Okay. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden Pistons, die ich in der Hand hatte. Und dafür brauche ich deine Hilfe, Zinus, auf jeden Fall. Ich bin aber hier im Himmel. Hallo, Zinus, kommst du da zurück vielleicht? Ja. Zinus! Hallo? Hallo? Kommst du wieder? Hä? Achso, du bist von da reingekommen. Sehr gut. Ja, genau da geht's nämlich jetzt auch hin. Du hast schon den richtigen Riecher gehabt quasi. Das heißt, ich wollte dich eigentlich nur verarschen. Du hast so rausgeguckt, ja, als würde ich da von vorne reinkommen. Und dann dachte ich mir, verarschen wir doch den Klimi. Ja, ich dachte mir, dass wir hier so eine kleine Launch reinbauen. Ja, so eine kleine Launch, die geschützt ist durch eine Türe auf jeden Fall von hier. Ja, das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Dankeschön, Herr Nuss, oder auch genannt Zinus, ja, und ich würde sagen, du kannst ja hier draußen schon mal so ein bisschen
vielleicht so einen Platz machen dafür und dann mache ich hier Platz für die Redstone-Schaltung. Und ich fände es, glaube ich, cool, wenn man hier irgendwo auf den Knopf drückt oder einen Schalter betätigt und hier diese beiden Steinblöcke verschwinden zur Seite einfach. Also so, wie es halt normalerweise ist bei solchen geheimen Türen. Und das sollte schon deutlich einfacher gehen als das, was ich gerade eben gemacht habe. Wobei das, was ich eben gemacht habe, auch eigentlich hätte deutlich einfacher sein sollen, als ich es gemacht habe. Das war schon ein bisschen peinlich. Aber Wurst, jetzt geht es alles. Jetzt ist schon mal zu. Jetzt kommt man hier nicht mehr raus. Wäre nicht dieses riesige Loch des Todes noch da. Aber das machen wir gleich weg. Und ich würde sagen, ich mache mal einen Schalter oder einen Knopf. Von jeder Seite einen Knopf, oder? Ja, würde ich auch sagen. Gut, dass ich jetzt schon einen Schalter gemacht habe. Wo soll ich die Loks hin machen? Also wo soll genau die Tür hinkommen? Das ist die Türe, das hier. Ich seh's, ja. Also wo soll genau die Türe hinkommen? Entschuldigung, können Sie mal das erklären? Okay, hier ist... Wie groß soll die werden? Eine Tür? Bitte? Was? Ja, das ist eine Einsertür. Also wirklich so eine ganz kleine... Kleines Türsche. Oh ja. Ich bin dann eigentlich hier schon fertig, wenn man, glaube ich, schon von drinnen drückt. Ja, geht es schon auf. Und zwar lange genug. Was heißt du davon, wenn wir das so machen? Also, das fällt halt gar nicht auf dann. Ja, können wir machen. Ich dachte mir auch eigentlich, dass man vielleicht dann auch von hier aus dann hingehen könnte und hier so einen Halbkreis machen könnte vielleicht. Ja, das ist eigentlich eine ganz geile Idee, ne? Oder wollen wir das einfach, ja, wohl, wir könnten das halt auch einfach super versteckt machen, aber ich finde das auch so cool, wenn man so eine hier dann einen Holzboden hätte und dann steht hier vielleicht noch ein Tisch und ein Stuhl oder so. Und den Rest kleidet man dann aus mit so ein bisschen Blättern, dass es von außen aussieht wie so ein Blätterbuschel. Ich habe in der letzten Folge, ich wollte gerade sagen, ich habe ganz viele Blätter hier reingetan, da liegen sie alle. Sehr gut, dann komme ich mal wieder raus. Nice, hallo. Hi. Aber wie geht's dir hier draußen? Bisschen dunkel, aber ansonsten alles fresh. Ja, und dann mache ich hier mal so ein Blätterkonstrukt rum, dass man einfach so eine Terrasse hat. Ne? Man könnte dann auch von hier aus raus und reinfliegen in die Zimbase und so weiter. Ich glaube, das wäre schon extrem cool, wenn das dann irgendwann... Ich finde, das sieht mega geil aus. Ja. Das sieht echt gut aus. Einfach mal so ein paar neue Ideen. Ich habe noch eine Idee, Sinus. Was denn? Lass uns hier draußen einen kleinen Whirlpool bauen, oder? Whirlpool? Ja, ich würde sagen, wir arbeiten da drin ständig. Das heißt, dann können wir mal ein bisschen rauskommen und ein bisschen entspannen wenigstens. Weißt aus du? Holz? Ja. Okay, warte. Wie könnte man den machen? Ach, du willst sagen, oh ja, so geht natürlich auch. Ich dachte mir mit Treppen vielleicht. Ja, ich möchte so und dann hier außenrum noch so Treppen hinmachen. Ah, das ist eine mega geile Idee. Dann kann man hier so... Ah. Ist es gut? Ja. Ach, mega endlich nice. Endlich mal entspannen. Okay, von außen mega haben wir noch geil. Ein bisschen was zu tun, blättermäßig halt. Aber, ja, würde ich auch sagen. Sehr gut. Oh, hab aus Versehen Feuerwerk gemacht. Auch nicht schlecht. Einfach alle Raketen abgefeuert. Ich würde aber ganz vorne noch so ein kleines so Dings lassen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ein kleines Loch. Ja, und ich würde hier oben vielleicht noch den einen oder anderen Baum hinsetzen. Ich meine, wir können den jetzt gerade nicht Bone Mealen, aber wir können auf jeden Fall hier die ein oder anderen Bäume noch hinsetzen. Hast du Saplings dabei? Ja, hier. Weil ich gebe dir noch 8 Stück. Zack. Und dann... Sehr schön. Fackels, ne? Willst du noch ein paar Fackels dort reinsetzen? Weil jetzt aktuell ist es ja sehr, sehr dunkel. Ja, mache ich jetzt noch. Da gehe ich jetzt gleich direkt hin. Finde ich aber, sieht schon mega nice aus hier. Ja, auf jeden Fall. Das ist mega geil. So eine kleine... Oh Mann, Alter, das ist richtig geil. Es fällt halt auch nicht auf, wenn dann hier noch ein paar Bäume sind so. Ja, mit 3 Fackeln haben wir auch noch. Das ist mega cool. Und dann können wir hier wieder in die Zimbase reingehen. Und ich mach das jetzt mal von innen, dass das auch wieder gut aussieht. Ist das geil. Ich bin echt ich find's geil, wie wir einfach alles, was wir bauen hier, richtig cool aus. Ja, ist völlig egal was. Sieht einfach cool aus. So, und dann sieht das von hier drin, sieht das jetzt auch nicht bescheuert aus. Finde ich mega geil. Klickst auf den, wir könnten vielleicht hier noch so. Mhm. Dann wissen wir, alles klar. Dann gehen wir hier lang und sind draußen in unserer Entspannungslatrine und können... chillig im Whirlpool Intro. Oh, war das nicht? Alter, voll alles braun. Aber ich würde es gerne von außen nochmal angucken. Das war jetzt eher so just for fun. Eine vernünftige... Alter, das sieht mega geil aus von außen. Ja, eine vernünftige Sache haben wir gemacht mit der Startbahn und jetzt hier halt noch so eine Sache just for fun. Ich finde, es sieht geil aus. Ich finde, es ist richtig, richtig geil, sorry. Das gehört dazu. Einfach auch mal was... zu bauen, was stylisch aussieht, finde ich. Muss ja nicht immer alles eine Funktion haben, ne? Ja, von außen soll die Base wirklich so aussehen, als wäre da fast gar nichts. Und das sieht jetzt auch so fast... Ein bisschen was erahnt man, aber man denkt sich dann, okay, ist ein bisschen halt Whirlpool-Chillerei, aber ansonsten halt nichts. Aber hier kannst du halt auf den Knopf drücken und kommst direkt in die Base rein und so. Und so kleine Geheimgänge machen es auch aus irgendwie.
Ja, wir werden auf jeden Fall davon noch mehr bauen. Ich finde das cool. Und der Starter funktioniert auch mega geil. Ich bin einfach richtig froh. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und das ist mega cool einfach nur. Ich freue mich so übel, Alter. Ja, ich auch. Okay, Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Und verpasst auch nicht die Livestreams. Beim letzten Mal haben wir am Dienstag zusammen gelivestreamt. Ich weiß nicht, wann wir das lesen. Vielleicht Sonntagabend streamen wir zusammen oder so. Mal schauen. Möglich, ja. Mal schauen. Jedenfalls, also ist jetzt keine Ankündigung, sondern eventuell. Jedenfalls streamen wir auch ab und zu zusammen hier Simbase live und das macht halt übel viel Laune. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, habe ich schon gesagt, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und schaut auf jeden Fall Zielus-Folge, um herauszufinden, was da unten ist. Ist auch noch ziemlich cool. Das lohnt sich. Und ich sage schön mit Ö. Tschüss.